Die Grünen des Bezirks Bruck an der Leitha informierten in Schwechat über Straßenverkehr, Fluglärm und den damit verbundenen Belastungen. Zu Gast war die Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich, Elisabeth Götze. Elisabeth Götze, Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreichs, präsentierte das grüne Wirtschaftsprogramm für Bruck und Schwechat. Ein neuralgischer Punkt, die Verkehrsproblematik in der Region. Gerade in Schwechat sieht man, dass das dringend nötig ist. Wir brauchen viel mehr öffentliche Verkehrsmittel, das heißt engerer Takt der öffentlichen Verkehrsmittel. Da hinten eine Straßenbahn ist auch vorgeschlagen von den Schwächertern, weil die Zugverbindung nicht immer optimal ist. Viele Züge nicht mehr stehen bleiben am Weg zum Flughafen zum Beispiel. Viele Pendlerinnen und Pendler daher angewiesen sind auf das Auto. Und wir wollen die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver machen und auch preisgünstiger. Bei uns ist ein Verkehrsknotenpunkt, wir sind auch Außengrenze der Zone 100. Das heißt, es sind ganz viele kleine Maßnahmen. Es muss einmal angefangen von Rad- und fußläufiger Erreichbarkeit dieser Verkehrsknotenpunkt verbessert werden. Es muss eine Taktverdichtung werden. Eine klare Bevorzugung auf der Bahnstrecke ist 7 für Pendler. Der Cut bleibt in Schwechat nicht stehen. Ja, der verbraucht aber sehr viele Kapazitäten auf der S7-Strecke. Auch die internationalen Zuganbindungen am Flughafen, die sind ja natürlich erstrebenswert, aber die binden Kapazitäten. CO2-Steuer ist in aller Munde. Wir sind ganz klar für eine CO2-Steuer, weil sie Kostenwahrheit bedeutet. Kostenwahrheit heißt, das gute Verhalten wird belohnt, weniger Steuern dort, und das Verhalten, das die Umwelt schädigt und mehr CO2 produziert, wird stärker besteuert. Kritisiert wird von den Grünen nach wie vor die geplante dritte Piste am Flughafen. Dieses Projekt ist aus der fossilen Vergangenheit. Ich glaube, sie planen seit den 80er Jahren an dieser Piste herum. Was der Flughafen immer verschweigt, ist, die Passagierzahlen wachsen, aber die Flugbewegungen gehen seit Jahren zurück. Die Flugzeuge werden größer, es fliegen keine halb besetzten Maschinen mehr in der Gegend herum. Die Billig-Carrier können sich das gar nicht mehr leisten. Ja, die fahren wirklich schon so am Limit mit ihren Kosten, dass es hier eine, Gott sei Dank, einen besseren Besetzungsgrad der Flugzeuge gibt. Das heißt, die Flugbewegungen sind, wenn man den ganzen Berichten dann richtig liest, rückläufig. Straßenverkehr, Fluglärm, Bodenversiegelung und vieles mehr bedeuten für den Bezirk eine Belastung, die mehr und mehr auf Kosten der Lebensqualität geht. Wir sind hier in einer Zukunftsregion zwischen Wien und Bratislava. Die beiden Städte liegen so eng beieinander und das kann ein ganz prosperierender, toller Lebensraum sein. Es wohnen hier auch sehr viele Menschen. Die Menschen ziehen sogar zu und sie erwarten sich Lebensqualität. Und Lebensqualität heißt gute Luft, heißt gute Infrastruktur, Verkehrsanbindung, regionale Versorgung mit den Produkten, die sie brauchen. Und dafür stehen wir.